Leute, bevor ich mit dem Tipps-Video anfange, am Ende gibt es noch ein kurzes Outtake, weil ich zu blöd war, die ultimative Fähigkeit von Gibby richtig auszusprechen. Also bleib bis zum Schluss dran. Um was geht es in diesem Video? Es ist relativ schwierig, diesen Tipp in echt so auszuführen, dass du 100% Schaden reduzierst. Aber du kannst mit dem Evac Tower tatsächlich die ultimative Fähigkeit von Gibby komplett blocken. Geht aber eher davon aus, dass ihr nur einmal getroffen werdet, wenn ihr dann drunter stehen bleibt. Aber Doppelschaden, das könnt ihr definitiv vermeiden. Ich versuche euch das jetzt hier mal vorzumachen und hoffe, dass ich jetzt hier keinen Vorführeffekt bekomme. Und versuche natürlich jetzt hier ganz schnell den Evac Tower, stelle mich hier so hin. Ich kriege mindestens einmal Schaden. Das werde ich definitiv nicht verhindern können. Aber der Rest des Schadens bleibt weg. Wie ihr seht, jetzt gibt es noch ein kurzes Outtake und dann bin ich auf eure Meinung zu diesem Tipp gespannt, falls ihr ihn noch nicht kanntet. Leute, wusstet ihr, dass ihr mit einem Evac Tower die ultimative Fähigkeit, das Bonbon, 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 Bang, Bang, de Bang, Bang, de Bang, 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 de Bang,